Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kohldampfbox von Maxwell. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kohldampf von Maxwell. Es ist vom Design her eine sehr, sehr eigenartige Box, also absolute Premiere in diesem Fall. Und zwar haben wir es hier zu tun mit einem Bucket, mit so einem KFC-Eimer. Auf der Vorderseite haben wir hier so ein Sichtfenster, weil rund um diesen Eimer ist noch einmal ein Karton. Auf der Oberseite haben wir das Logo der 187 Straßenbande. Auf der Vorderseite, wie gesagt, dieses Sichtfenster, in dem wir Maxwell und den Eimer schon durchsehen. Oben rechts einmal das Maxwell-Logo. Hier unten lesen wir 187 Straßenbande und Top Level. Auf der rechten Seite lesen wir Kohldampf, 187 Straßenbande und auch wieder das Maxwell-Logo. Auf der Rückseite haben wir aufgelistet, was sich alles in der Box befindet. Und zwar haben wir hier die Inhalte Fußball plus Pumpe, frische Tuch und Aufkleber, Balla Balla EP plus Instrumentals, Maxwell und Bossa, das Album Hühnchen und Bier. Okay, dann haben wir hier einen Barcode, Credits, hier nochmal das Logo von 187 Straßenbande, Unterseite ist glatt schwarz und dann werden wir das Ganze hier mal öffnen. Also hier haben wir so einen Verschluss. Also ein Sticker, ist das Ganze zugeklebt. Es ist Maxwells Solo-Release oder sein erstes wirklich, mehr oder weniger Debütalbum. 2015 kam ja damals Obststand raus, aber das war ja ein Kollabo-Album mit Alex. 2016 dann die Safari-EP und 2017 war es dann soweit, Kohldampf, das erste richtige Solo-Album. Okay, mittlerweile habe ich auch den Karton aufbekommen. Von innen sieht das so aus. Machen wir es mal wieder zu. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt des Eimers. Also wir haben hier einmal Kohldampf plus weitere CDs, den kleinen Ball, die Luftpumpe, die frische Tücher, Sticker Nummer 1, Sticker Nummer 2, 3 und 4, Sticker Nummer 5. Hier haben wir dann noch eine Nadel für die Pumpe. Wir schauen uns noch mal kurz den Eimer an. Also 187 Straßenbande, hier so eine Hühnerkeule, die hier auf dem Grill liegt. Kohldampf, Maxwell plus die Krone. Dann hier Maxwell in dieser typischen KFC-Pose, in diesem KFC-Design. Statt KFC steht hier mir 187. Top Level. Und hier nochmal Kohldampf 187 Straßenbande plus Maxwell Logo. Innen weiß, unten ebenfalls. Und der ist doch wirklich so aus diesem Material, also innen so eine Beschichtung. Erinnert auf jeden Fall sehr stark an dieses KFC-Design von Mr. Sanders. Okay, wir fangen wie immer an mit dem Album an sich. Das ist hier in dieser ganz speziellen Hülle gehalten. 187 Straßenbande präsentiert, Maxwell Kohldampf. Auf der Rückseite ebenfalls nochmal 187 Straßenbande, Maxwell Kohldampf. Und dann haben wir hier schon die Tracklist. Wir haben hier 15 Tracks aufgelistet. Wir haben Features von Alex, Raf Camora, Tory Lanez, Jesus, nochmal Jesus, Bones MC, Alex, Safir, Bones, Jesus und Alex. Dann haben wir hier noch die Infos über Instrumentals, Hühnchen und Bier plus Instrumentals und die Balla Balla EP plus Instrumentals. Also zwei Alben,
eine EP und zu allen dreien eben jeweils die Instrumentals dazu und noch die Credits etc. Ich muss sagen, meine Favoriten sind Track Nummer 3, diese beiden mit Alex, und Track Nummer 7, gezogen, gezielt, geschossen, getroffen. Die haben mir am besten gefallen. Von innen sieht das so aus, weiß mit Maxwell Logo. Hier haben wir den guten Herrn nochmal abgebildet. Und dann haben wir eben hier jede Menge Tonträger. Also wir haben hier Kohldampf plus Kohldampf Instrumentals, Hühnchen und Bier plus Hühnchen und Bier Instrumentals und hier Balla Balla EP, hier sind die Instrumentals gleich direkt drauf. Und hier auf der linken Seite, sehe ich gerade, dürfte sich noch ein Poster verstecken, war ja gar nicht angegeben. Schauen wir uns dann gleich noch genauer an. Hinter dem Poster kommt nochmal ein Maxwell zum Vorschein. Dann haben wir hier die CDs zum Album Kohldampf. Schauen wir gleich mal. Also, wir haben hier einmal das Album an sich, Maxwell Kohldampf. Und dann haben wir einmal die Instrumentals. So sehen die aus. Erstmal hier. War eh richtig. Also die Instrumentals unten und das Album oben. Dann haben wir die Hühnchen und Bier CDs. Das Album an sich sieht so aus, Hühnchen und Bier, Maxwell und Bossa, also ein Collabo-Album. Und wir haben hier 10 Tracks an der Zahl. Wenn ich es richtig sehe, keinerlei Features. Und dann nochmal eine weitere Instrumental-CD. Zum Album Hühnchen und Bier vom Design her genau das gleiche. Nur eben hier orange, was hier silber ist. Und hier noch der Zusatz Instrumentals zu lesen. Und dann haben wir noch einen fünften Tonträger. Das ist in dem Fall die Balla EP. Und auf dieser EP finden wir noch einmal 5 Tracks mit Features von Tare, KIZ, Raf Kamora, Safir und Yoshimitsu. Plus eben dann 5 Instrumentals. Okay. Bevor wir das Ganze zumachen, schauen wir uns nochmal, oder ja, das Poster lassen wir einfach draußen, machen das Ganze nochmal zu. Schauen wir uns ganz kurz das Poster an, welches sich da drin versteckt hat. Also Booklet, keines vorhanden in dieser Hülle. Dafür haben wir, oh doch, mehr oder weniger ein Booklet. Also wir haben hier einmal das Poster, hier im Querformat, in fast quadratischer Form, Maxwell Kohldampf. Cover kennen wir ja. Und dann haben wir hier die Infos, Album Credits, darunter dann die einzelnen Infos, wo jeweils die Rechte liegen, Verlag etc. Und auf der Rückseite haben wir dann noch ein Poster im Hochformat, in dunkel, in schwarz gehalten und hier nochmal Maxwell mit Hand an der Kehle. 187 Straßenbande lesen wir hier noch. Gefällt mir gut. Ist natürlich euch überlassen, welche Seite ihr dann aufhängt. Dann haben wir 4 Sticker an der Zahl. Einmal diesen großen Maxwell-Sticker in quadratischer Form vor einer Mercedes G-Klasse. Rolex ist am Start. Dann haben wir 3-mal diesen 187 Straßenbande-Sticker. Einmal in Rot, einmal in Gelb und einmal in Blau. Jeweils in Kreisform. Und dann haben wir noch einen quadratischen Sticker mit dem Cover drauf, Maxwell Kohldampf. Sehr schön, also 5 Sticker. Dann haben wir die 187 frische Tücher. Sehen so aus. Auf der Rückseite das Logo der 187 Straßenbande und auf der Vorderseite nochmal Maxwell in dieser KFC-Optik. Also wer schon mal irgendwie Chicken Wings oder so oder Spare Ribs gegessen hat, da gibt es dann meistens solche Zitronentücher, solche Reinigungstücher dazu, womit man die Hände dann wieder sauber machen kann. Das dürften solche sein. Ich lasse jetzt zu, ich mache das nicht extra auf, weil, wie diese Tücher aussehen,
weiß und befeuchtet. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Dann haben wir hier eine Ballpumpe mit Spitze zum Anschrauben. Muss nur mal kurz. So. Schaut gut aus. Und dann haben wir hier noch den dazugehörigen Ball. Die Pumpe ist in Schwarz gehalten und hat hier gelb Maxwell Logo plus 187 Straßenbande Logo. Hier auf der Rückseite lesen wir, was steht hier, ist leider echt schwer zu lesen. Relativ klein die Schrift. Wir lesen hier Walter, boah, ist unfassbar klein die Schrift. Weiter GmbH, wenn ich es richtig lesen kann. Ritterstraße, Berlin. Okay. Open Cap for Needle. Ah, verstehe. Das heißt, hier oben hat noch einen kleinen Stauraum. Hier kann man dann nach dem Pumpen die Nadel abmachen und hier verstauen. Dann macht man das zu. Und dann ist die Nadel hier verstaut und kann nicht verloren gehen. Und kann auch nicht irgendwo hineinstechen. Sehr gut. Dann haben wir diesen kleinen Ball. Also dann haben wir hier die Öffnung. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. So, das ist natürlich so ein ganz kleiner Ball, so, ja, mehr oder weniger Handballgröße. Ich werde ihn jetzt nicht ganz streng aufpumpen, aber so, dass man etwas erkennen kann. Also wir haben hier in der Mitte eben das Loch, um den ganzen Ball aufzupumpen. Und dann haben wir hier eben die verschiedenen Logos, also 187 Straßenbande findet sich hier immer wieder, High und Hungrig, das Lacoste-Krokodil, Maxwell-Logo, wieder dieser Kamm. Ja, ich glaube, das war es. Also rot, gelb und blau. Aufdrucke auf diesem schwarz-grauen Ball. Ist mal was anderes, muss ich ehrlich sagen, habe ich in einer Box noch nie gehabt. Eine Ballpumpe und einen Ball. Ist echt mal was Ausgefallenes. Und ist auch schon der letzte Boxinhalt gewesen. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Ball. Ja, Handball, mehr oder weniger. Die zugehörige Ballpumpe. Das doppelseitige Poster, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Dann haben wir die frische Tücher. Die 1, 2, 3, 4, 5 Sticker. Und die Tonträger in diesem schönen Spezialcover hier zum Aufklappen. Und zwar haben wir das Album an sich, Kohldampf plus Instrumentals, das Bonusalbum Hühnchen und Bier plus Instrumentals und die Bonus-EP Balla Balla plus Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, in diesem wunderbaren Eimer, inklusive der zugehörigen Kartonschachtel. So sieht das Ganze aus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Maxwell unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.